Hallo, ich bin Adrian von One Football und ich stelle euch heute die Trainerfrage. 7 Runden sind rum, schon 3 Trainer haben den technischen K.O. erlitten. Das Schwergewicht des deutschen Fußballs, die Bundesliga, ist knallhart. Nach Skripnik, Labbadia musste Anfang der Woche auch Dieter Hecking seinen Hut nehmen und ist K.O. gegangen. Welche Trainer sind noch angeschlagen? Markus Krauschinski. Das zweite Jahr als Aufsteiger ist immer das Schwierigste, besonders wenn man in die Fußstapfen eines erfolgreichen Trainers treten muss. Markus Krauschinski hängt gewaltig in den Seilen und musste zuletzt schwere Treffer einstecken. Bei einem weiteren Niederschlag gegen den BVB am Wochenende bleibt er wohl endgültig auf den Brettern liegen. Norbert Meyer. Für ihn gilt das Gleiche. Auch er folgte auf einen erfolgreichen Trainer und ist im zweiten Jahr beim Aufsteiger Darmstadt. Die Linien zeigen im Ring viel Herz, müssen aber viele Schläge einstecken. Lediglich gegen Eintracht Frankfurt gelang der Lucky Punch. Meyer muss aus der Deckung kommen, sonst gewinnen die Lilien so kein Spiel. Zuletzt ging er 2012-2013 mit Fortuna Düsseldorf auf diese Art und Weise K.O. Am Wochenende empfängt man den VfL Wolfsburg. Angenockte Boxer sind meistens die gefährlichsten Boxer. Roger Schmidt. Auch der Trainer der Werkself hängt in den Seilen. Leverkusen boxt zwar gut mit, die klaren Treffer bleiben allerdings aus. Der Kader ist so gut wie nie zuvor, fast auf allen Positionen doppelt besetzt. Trotzdem enttäuschen die Leverkusen in der Champions League und in der Bundesliga. Schmidt muss langsam klare Treffer setzen, ansonsten kriegt er Probleme und wird in der Ringecke festgenagelt. Am Wochenende ist ein Sieg gegen Hoffenheim Pflicht. Markus Weinzierl, der Trainer der Knappen, musste zu Beginn der Saison viele Niederschläge hinnehmen. Mit Hilfe von Kapmin Heidel hat er aber die schweren Treffer überstanden und die Blessuren blieben bis jetzt aus. Schalke agiert aggressiv im Ring, wurde aber zu häufig ausgekontert. Weinzierl muss eine Serie starten und die nächsten Runden für sich entscheiden. Gegen Mainz sollte ein Sieg her. Und wenn es ein dreckiger Punktsieg ist. Das sind für mich die Trainer, die momentan ein wenig wackelig auf den Beinen stehen. Folgt uns auf OneFootball und verpasst keine News.